Jemand, der seine Arbeit liebt, und übrigens ist es nicht verboten, seine Arbeit zu lieben, aber jemand, der seine Arbeit liebt, der trägt diese Liebe auch nach außen. Wie? Wie trägt er diese Liebe nach außen? Kann mir das jemand sagen vielleicht? Habt ihr Beispiele? Ja. Okay, er spricht oft über seine Arbeit. Ja? Ja? Indem er viel arbeitet? Genau. Ja, Klamotten von seiner Arbeit trägt. Hat jemand noch ein Beispiel? Okay. Wir reden hier von jemandem, der wirklich seine Arbeit liebt. Nicht jemand, der einfach nur arbeitet, weil er Geld verdienen möchte, sondern er arbeitet und liebt seine Arbeit. Genauso, wenn jemand einen Ort liebt. Was macht er? Wenn jemand einen Ort liebt. Er hält sich dort auf. Genau. Aber was macht er? Auch nach außen. Wir reden jetzt von ihm und seiner Außenwelt, ja? Er lädt sie zu diesem Ort ein, er empfiehlt diesen Ort, ja? Er spricht über diesen Ort, er schwärmt von diesem Ort. Jemand liebt eine Frau auf erlaubte Art und Weise. Halal Love, ja? Halal Liebe. Was meint ihr, wie er diese Liebe nach außen hin trägt? Ja. Was sie möchte, macht er. Okay. Weil er sie liebt. Genau. Was noch? Wie verhält er sich zu den anderen Menschen? Oder wie äußert er sich vor den anderen Menschen in Bezug auf diese Liebe? Spricht er schlecht über sie? Oder versteckt er sie? Verheimlicht er sie? Er erzählt Gutes über sie. Er erzählt Gutes über sie? Ja, gut. Er guckt keine anderen Frauen an, mashallah. Gut, ja. Okay. Genauso ist es mit dem Islam. Genauso ist es mit der Liebe zu Allah und seinem Gesandten. Jemand, der Allah und seinen Gesandten liebt, trägt diese Liebe auch nach außen, indem er über Allah und seinen Gesandten spricht. Indem er sich bewusst, äußerlich, dem Islam zugehörig fühlt und seine Zugehörigkeit zum Islam auch preisgibt. Dass er sagt, ich bin ein Muslim. Ich trinke keinen Alkohol, weil ich ein Muslim bin. Ich feiere kein Weihnachten, weil ich ein Muslim bin. Ich esse kein Schwein, weil ich ein Muslim bin. Und es bedeutet auch, dass dieser Mensch auch nicht seine Religion versteckt. Sodass gar keiner von den Arbeitskollegen, den Schulkollegen, den Nachbarn und den Mitmenschen eine Ahnung davon hat, dass dieser Mensch Muslim ist, dass er ein bewusster Muslim ist. Natürlich, klar. Wir leben in einer Zeit, wo wir nicht unbedingt groß über den Islam auf der Arbeit reden können oder in der Schule. Was passiert, wenn jemand offenkundig über Islam redet, Flyer verteilt auf der Arbeit, kommt zum Vortrag von Pierre Vogel und Abu Rumaisa und Abu Bara, DMG, EV, dies, das, was passiert in der Regel? Genau, der Verfassungsschutz oder eher der Staatsschutz. Weil der Verfassungsschutz Arbeit verdeckt. Der Staatsschutz kommt vorbei. Ja.